Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe wirklich schon sehr lange kein Zauberhaul gemacht. Also eigentlich habe ich nur ein Zauberhaul in meiner YouTube-Karriere gemacht. Und das war einfach mein allererstes Video. Deswegen finde ich das irgendwie ganz cool, dass ich das jetzt nochmal mache. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Christine und auf meinem Kanal nehme ich euch so ein bisschen durch mein Leben mit und auch auf meine Reisen. Also bekommt auch ganz viel Travel-Content und auch Fashion. Falls ihr aber mehr von mir sehen möchtet, dann folgt mir sehr gerne auf Instagram. Dort bin ich ein bisschen aktiver. Heute zeige ich euch meine Zara-Bestellung mit der Hoffnung, dass die kein Reinfall ist. Also ich bestelle super gerne bei Zara und meistens sehen die Teile online besser aus als an mir und das ist schon ein bisschen deprimierend. Aber ich glaube, ich habe diesmal richtig nice Sachen bestellt. Ich werde euch alle Teile in die Infobox packen und ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem ersten Teil an. Richtig schön. Es ist nicht teuer, es ist gemütlich, es sieht richtig nice aus. Also das werde ich wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern zu 100% behalten. Also ich finde die Farbe auch richtig nice. Das Einzige, was mich minimal stört, sind die Träger. Also ich habe die halt selber gebunden. Also ihr müsst die halt hier so zusammenknoten. Und die rutschen halt immer runter. Aber kann halt sein, weil ich das halt alleine gemacht habe, dass ich das nicht richtig gemacht habe. Der Träger hat sich zum Beispiel verabschiedet, aber ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn die so unten hängen. Die Hose finde ich auch mega nice. Ich bin 1,62 groß, damit ihr euch so ein bisschen an meine Größe orientieren könnt. Ich finde, dass man dieses Set nicht unbedingt zusammentragen muss. Also ich liebe zum Beispiel Sets, ich würde es safe so tragen. Ich kann mir das halt auch richtig gut vorstellen, wenn man halt nur die Hose anhat und dann noch ein weißes Top und Air Force. Genauso kann man halt auch das Oberteil nur anziehen und dann mit einer schwarzen Hose kombinieren. Also ihr habt da wirklich viele Möglichkeiten. Das Oberteil finde ich auch ganz cute. Das ist wie so ein Korsett geschnitten. Also hier ist es halt so ein bisschen länger und hier so ein bisschen kürzer, finde ich gar nicht so schlecht. Ist mal was ganz anderes, was ich sonst trage. Nur, ich finde, dass das hier ein Tick zu eng bei mir ist. Also seht ihr das? Ich weiß nicht, ob mich das stört. Vielleicht übertreibe ich gerade auch ein bisschen. Und keinem fällt das auf, aber ihr seht es schon, oder? Dann habe ich mir noch ein Set bestellt und zwar dieses Babyblaue. Das ist so ein bisschen businessmäßiger, also schon ein bisschen, ich sag mal, erwachsener. Und ich finde es richtig schön. Also ich habe das online gesehen, dachte mir so, boah, geil, sieht richtig gut aus. Und angezogen sieht das auch voll schön aus, nur die Hose ist mir ein Tick zu lang. Ja, deswegen weiß ich nicht, aber ich finde es halt schon schön. Also irgendwie gefällt mir meine Zara-Bestellung doch besser als gedacht. Die Bluse ist einfach richtig schön, oder? Was meint ihr? Also die ist halt sehr boxy geschnitten und das ist hier so ein Fake-Knoten, finde ich richtig, richtig schön. Ich habe das jetzt mal mit so einer schwarzen Plissé-Hose kombiniert, aber mit Shorts, mit Jeans, völlig egal. Ich glaube, das ist so ein Teil, das funktioniert einfach immer, weil es halt auch so basic ist. Ich habe mir bei Zara auch eine beige Shorts bestellt und die sitzt einfach so gut. Ich verstehe das nicht. Immer wenn ich bei Zara bestelle, ist so die Hälfte einfach nur Schrott. Aber die sitzt einfach perfekt. Die ist mir oben nicht so groß. Die ist total bequem, nicht eng. Also total geil. Also auch kombiniert mit der Bluse. Ich finde es einfach richtig schön. Das Top finde ich auch richtig cute, weil man das schnüren kann und allgemein finde ich den Schnitt richtig schön. Ich werde es aber trotzdem nicht behalten, weil man die Träger nicht verstellen kann.
Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich halt bewege, dass das Top so ein bisschen nach oben rutscht und dann halt so, ja hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber dass halt so meine untere Brust so ein bisschen rausguckt und das wird mich nach einer Zeit schon stören. Finde ich auch mega. Das Geile an der ist, die hat auch Taschen. Ich finde das halt nämlich mega chillig, wenn man halt so Taschen hat. Und die ist sehr luftig, locker, perfekt für Sommertage bzw. Sommerabende. Und ja, von der Länge habt ihr auch gesehen, finde ich die richtig gut. Ich hatte gerade dazu auch für die nice Schuhe an. Die habe ich mir auch bei Zara bestellt. Ich zeige euch die mal. Und zwar sind das einmal die hier. Ich habe die auch in Schwarz bestellt. Die werde ich gleich auch anprobieren. Ich finde die mega schön und ich fand die gerade auch bequem. Also ich bin jetzt nicht viel mit denen gelaufen, aber ich glaube, dass die ganz gut sind. Also hier ist das auch alles schön gepolstert und das Einzige, was halt passieren könnte, ist, dass wenn es halt zu warm ist, dass man, ja, dass das hier so ein bisschen wehtut, weil man darunter so schwitzt. Aber sonst finde ich die mega cute. Das Pferd finde ich auch unnormal schön. Das ist so ein Satinstoff und ihr habt ja gerade hier einen Schlitz gesehen. Sowas finde ich auch immer mega nice. Es macht eine richtig schöne Figur, weil das hier so ein bisschen enger geschnitten ist. Und ich trage da jetzt auch kein BH und ich finde, das kann man auch sehr gut ohne tragen. Also man sieht halt wirklich gar nichts. Es hält alles sehr gut. Zu dem Kleid hatte ich gerade diese Schuhe an. Die sind doch ein bisschen anders als die beigen und zwar viel, viel höher. So an sich finde ich die ganz nice, aber ich kann mit denen gar nicht laufen, weil die halt so hoch für mich sind. Und irgendwie sind die mir halt auch zu klobig. Also kommt natürlich drauf an, wie man die kombiniert, aber für mich sind die leider nichts. Das war jetzt das letzte Kleid und das überzeugt mich einfach gar nicht. Also an sich finde ich das richtig schön, das fühlt sich total angenehm an. Das Muster ist ja auch mega nice, also mal was ganz, ganz anderes. Irgendwie fühle ich mich halt nicht so wohl und es ist halt sehr krass ausgeschnitten. Also das ist halt so ein Wickelkleid, so sieht das von hinten aus. Und man müsste halt darunter Shorts anziehen und was an sich halt nicht schlimm ist, also mache ich halt öfters. Aber ja, wie gesagt, also ich fühle es halt nicht so richtig. So Leute, das war es auch schon beim Zara Haul. Ich hoffe, euch haben die Teile genauso gut gefallen wie mir. Leider haben die mir schon alle zu sehr gefallen. Ich muss mal schauen, was ich wirklich behalten werde. Also sonst werde ich arm. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat. Und auch sehr gerne ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video.